Nur jetzt. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind gerade im Gespräch mit Herrn Pevelin. Er ist ja mitverantwortlich für unser City Center und da war das wichtigste Thema, was natürlich mich auch immer umtreibt und auch nachdenklich macht und mich auch immer bemüht bin, die Stadt attraktiver zu gestalten. Wir haben uns jetzt verständigt, und das mache ich ganz bewusst nach meiner Oberbürgermeisterwahl, dass wir mit allen, die guten Willens sind und die auch Interesse daran haben, in der Innenstadt sich fortzubewegen und neue Ideen zu kreieren und zusammensetzen und dann zu überlegen, wie kriegen wir das gemeinschaftlich, sowohl Gewerbetreibende wie aber auch die Verantwortlichen von CityCenter, also von der Firma Haben, mit ihren Mitarbeitern, der da zuständig ist, mit dem Axel Eichholz, aber auch mit der Stadt, gemeinsam zu schauen, wie kriegen wir ein Konzept hin, das, was jetzt schon besteht, zu bewahren, aber auch für die Zukunft wasserdicht zu machen und nach vorne zu gehen, also gemeinschaftlich Geld in die Hand zu nehmen, um unsere Stadt attraktiver zu gestalten. Da gehören auch Feste dazu, da gehört auch die Stadtbibliothek dazu, da gehören Dienstleistungen dazu, aber auch Warenangebot, Überlegungen, wie wir das gemeinschaftlich heben. Darauf freue ich mich, und wenn Sie Ideen haben, melden Sie sich bei mir, machen Sie Vorschläge, kommen Sie auf mich zu und wir können das dann zu dem Gespräch, wo ich einladen werde, nach meiner OB-Wahl, das vertiefen und für die Zukunft wasserdicht zu machen. Vielen herzlichen Dank.